Ist einfach eine schöne, gute Laune-Show, die jetzt auch in den Sommer passt. Und das ist natürlich, was man bei uns ja auf der Bühne kennt. Es ist Hochleistungsartistik, es ist super tolle Live-Musik. Wir greifen einfach das Thema der Straßenfestivals, die hauptsächlich ja in Südeuropa stattfinden, auf und bringen das für einen Kurztrip auf unsere GOP-Bühne. I am Serge Versio from France. And then, und ich spiele den Charakter in der Show, der Akrobatik auf einem Fahrrad macht. Then I'm doing some acrobatics on the bicycle. Ich spiele die Trompete, ich singe ein bisschen und mache ein paar Witze. Juggling a little bit. Also ich mache an der Show einmal Luftring und einmal Partnerakrobatik. Das zieht sich alles ein bisschen durch die Show. Mit meinem Partner zusammen, der macht noch Jonglage, da haben wir so ein paar kleine Szenen und das endet dann eben in unserer Partnerakrobatik. Wir lernen uns währenddessen ein bisschen kennen auf der Straße. Martin Liedl, ich bin einer von zwei Musikern in der Show La Vie. Wir hatten die Ehre, nicht nur für die Show zu spielen, sondern wir haben auch die Stücke komponiert. Wir haben quasi vorab die ganzen Videos von den Artisten bekommen, haben darauf Musik gemacht. Was die Straßenkunst ausmacht, ist eher eine Art von Freiheit, die man auf der Straße hat und dieses Unmittelbare, dass du die Leute ansprechen kannst, einen direkten Kontakt herstellst und so die Leute an dich bindest. Wir haben die ganze Show über Live-Musik, diese Poesie eben der Straße auch auf der musikalischen Ebene tauglich zu machen. Es ist sehr poetisch, gleichzeitig sehr, sehr hohes artistisches Niveau. Wir haben sehr schöne Einzelacts, es ist aber ein wahnsinnig harmonisches Ensemble. Also für mich wirklich, wirklich ganz besonders ist, dass man wirklich in diese Show reinkommt, man setzt sich hin, die Show beginnt und es ist einfach alles gut. Also man entspannt sich sofort in diese Show rein, lässt sich drauf ein, man kann gar nicht anders. Daraus ergibt sich so eine spezielle Kunstform, sagen wir es so. Hier ist eine super tolle Gruppe an Menschen zusammengekommen.